Ja, das ist ja auch nicht so wichtig. Seht mal. Ah, da, Felsenmilch. Ist das nicht wunderbar? Felsen, was nun bitte? Felsenmilch. Was ist denn das? Was, ihr kennt Felsenmilch nicht? Ich bin kein Zwerg. Oh, also Felsenmilch. Ja, ein ganzer Schank davon kann uns für einen Tag ernähren. Ah, wunderbar, die Wie sollen sollten wir das gleich. Zeug von den Wänden lecken? Nein, aus dem Felsen, seht ihr. Das ist eigentlich Wenn man ein seit wann am Sekret, das Felsen musste. von einer Pflanze kommt und sondert es ab und es ist sehr nahrhaft. Ja. Und wie schmeckt es? Vorzüglich. Nach Felsenmilch. Das ist nicht sehr hilfreich. Aber es ist wahr. Ihr müsst Felsenmilch probieren. Es ist ein einmaliges Erlebnis. Ich versuche Er war nur es, wenn irgendwie ihr ein jetzt bisschen. einmalig sagt. Ja, ihr habt es ja noch nie gemacht, also ist es sicherlich einmalig für euch in dem Moment. Nun ja, ich möchte nur darauf hinweisen, dass manche Substanzen, die für Zwerge völlig unbedenklich sind, von Menschen nicht gut vertragen werden. Doch, doch, das werden sie. Also bei Felsenmilch, da lege ich meine Hand für euch ins heilige Angroschfeuer. Ich dürfte gerne mal eine Pflanzenkundeprobe würfeln. Hier ist erschwert um. Sag ich dir, wenn du gewürfelt hast. Egal, ich hab's eh versagt. Möchte Isaro einen Schicksalspunkt ausgeben? Ja, Nee, natürlich. nicht für die Felsenmilch. Na gut. Und so, Freund, Freund, so schlecht kann es. Aber So mir kann schlecht auch kann es würfeln, gar wenn nicht er will. sein. Etta. Na, ich würde irgendwann meinen Finger in diese Felsenmilch tunken und mehr dann riechen. Ist ein bisschen zäh, ein bisschen viskos. Weiß nicht genau, was das ist. Riecht ein bisschen staubig. Das ist wirklich gut. Ja, das ist gute, gute Felsenmilch. Mir reicht das, ich probiere das jetzt einfach. Ich leg mal dran. Ich bevorzuge doch lieber nicht von Kühen. Ich bin tatsächlich fasziniert. Gib mir doch auch mal einen Schank von diesem Zeug. Man könnte erkennen, wie Jalan so ein bisschen seine Zunge ausstreckt und dann mit den Fingern diese weiße Paste wieder abzieht. Schmeckt so ein bisschen wie Leim, Holzleim. Sagte ich doch. Sehr nahrhaft. Und das empfindet ihr als schmackhaft? Habt ihr jetzt wirklich die Wand Ja, das klebt an den Zähnen. Boltax hat so einen kleinen Milchbart, Felsenmilchbart. Die stecken sie ja alles in den Mund, oder? Wie kleine Kinder. Sagt aber mir, ihr seid doch, ihr bastelt doch immer. Ihr habt nicht zufällig Leim dabei. Nein, aber das schmeckt für ihn nicht. Boah. Deswegen, ich wollte dem Zwerg welchen zum Probieren geben und schauen, ob ihr ihm auch gefällt. Macht ihr damit eure Möbel? Wie viel kommt ihr darauf? Das ist. Das hält bestimmt genauso gut. Bitte was? Nun ja, wenn man jetzt zwischen zwei Holz. Wer macht denn seine Möbel aus Holz, Abelmir? Wir behauen unsere Möbel aus gutem Stein. Und wie könnt ihr sie denn hin und her tragen? Was ist, wenn ihr einen Steinhauer habt, der die Möbel haut und ein anderer Zwerg will die haben? Müsst ihr dann einen steinernen Stuhl durch die Gegend schleppen? Wie geht das? Was habt ihr noch nie einen steinernen Stuhl geschleppt? Und gerade, ich nehme mal hier gutes wieder Treppen, nicht wahr? Ja. Ich Gleich schwinge meinen viel, Finger. Voltax, ihr wartet schon einmal hier. Von wo aus gehen hier die Wege entlang? Auf was müssen wir achten? Nun, ich erinnere mich nicht mehr so gut, aber vielleicht, wenn ihr euch erinnert, dass ich sagte, dass ich in dieser Dinge noch nicht gewesen bin. Im Zweifelsfall sollte man immer seiner Nase folgen. Ja, genau. Immer durch die Mitte durch, denn wir sollen nicht eine unharmonische Teilung vornehmen, wenn Angrosch rechts und links jeweils das gleiche Denken hat. Wenn es also drei Gänge gibt, sollen wir den in der Mitte nehmen. Alte zwergische Weisheit. Was und wieso baut man dann überhaupt die Gänge links und rechts? Naja, als Wohn- oder Schlafquartiere oder um als Kammer zu dienen, in dem man etwas lagern muss. Ich dachte, dies wäre eine Mine. Man hat die Gänge links und rechts vermutlich gegraben, um an das Gold zu kommen. Das auch, aber das sind nicht die Gänge hier vorne. Wo riecht denn die Luft besser? Vielleicht sollten wir danach gehen. Sie muss uns ja dann wieder nach oben führen. Wir gehen erstmal eine Weile tiefer, bevor wir nach oben gehen, haben wir. Ich vermute, die Wir Luft sollten riecht dort besser lang hinter gehen, wo es uns. am wenigsten faul riecht. Also,
Also, ich bin mir sicher, wenn Herr Carino und ich eng zusammenarbeiten, können wir eine Karte anfertigen. Nun, die Karte haben wir dann aber erst, nachdem wir hindurch sind. Aber dann wissen wir immerhin, wo wir schon mal waren. Das ist eine hervorragende Idee. Wir würden auf jeden Fall Sackgassen leichter entdecken. Das kann wohl nicht schaden. Wenn ihr mir einmal zuhören würdet. Also normale Minen sind folgendermaßen aufgebaut. Jetzt kämen die Stollen, dann kämen die Stollen der Zwerge, Bergstätten und dann wäre man irgendwann aus der Mine hinaus. Was heißt denn hinaus? Also auf der anderen Seite der Berge? Ja, vermutlich. Oder es würde in einen anderen Gang münden. Oder so. Viele Möglichkeiten. Das ist nicht hilfreich. Oh, das ist sehr hilfreich. Ich befürchte, da muss ich Herr Morinus recht geben. Das ist eine sehr vage Informationslage. Sag Bortax, wisst ihr denn, was hier geschlagen worden ist? Also kann man das irgendwie aus den Runen herauslesen, oder? Ah, das riecht man doch. Das wird eine alte Silbermine gewesen sein. Das riecht man? Natürlich. Was riecht ihr das etwa nicht? Ja. Nee, es riecht irgendwie so ein bisschen muffig. Ach, so riecht also Silber. Ja, so riecht Silber. Und diese Muffigkeit, wie ihr es nennt, es gibt je nach Mine eine unterschiedliche Art, wie sich die Muffigkeit trägt. Mal hat sie einen gewissen Nachklang und hier, in dem Fall der Silbermine, ist sie ein bisschen leichter und im Abgang kitzelt sie so ein wenig. Daran merkt man, ja, bei eurem Bein. Nun, ich glaube, dafür muss man eine Zwergennase haben, um sowas zu riechen. Und ihr sagtet, hier kann man gut schlafen, weil es zwei Ein- und Ausgänge gibt? Ich würde sagen. Das Problem, was ich jetzt sehe, ist, dass es keine Türen gibt. Ah. Türen. Ja, gut, das ist ein Problem, aber... Oh, ist es wieder so eine unsichtbare Tür? Unsichtbare Tür? Dort ist der Durchgang. Warum sollte die Tür unsichtbar sein? Ah. Kann doch sein. Wofür braucht man hier unten in Türen? Nun, wofür braucht man in einem normalen Haus Türen? Und ich vermute, die Wärme drin zu halten. Eine Verteidigungseinrichtung? Ja, dafür haben wir das Drachentor. Ja, um Funktionen voneinander abzugrenzen? Welche Funktionen? Naja, eine Schlafstätte ist etwas anderes als ein Abort. Ja, aber dafür hat man einen Gang, einen längeren Gang. Den Gang hat man auf dem Abort. Ein Abort auf dem Gang? Nein, auf dem Abort hat man Gehen wir einfach! Finden wir einen Gang, der nicht so breit ist und nicht so viele Durchgänge hat. Denkt dran, wir werden hier keine großen Türen finden. Nun, aber vielleicht finden wir einen Gang, in dem wir übernachten können, den wir auf der einen Seite mit dem Karren versperren und die andere Seite aufpassen können. Ja, wenn ihr dieses gemütliche und gut versorgte Nestchen heimeliger Wärmlichkeit aufgeben wollt, meinetwegen. Montag ist es kalter Steinboden und aus den Wänden läuft Leim. Das ist Milch. Aus den Wänden läuft Milch. Ja, ist das nicht fantastisch? Zwergenmilch wahrscheinlich. Als hätte man sie für uns hier drapiert, um uns als Einladung zu dienen. Ach, ja. Ich wette, später gibt es auch Bier. Wären wir alle Zwerge, würde ich dies jetzt wie eine Falle halten. Ich hoffe, das Bier schmeckt besser als dieser Leim. Was? Natürlich. Bier schmeckt immer besser. Bier. Was macht man überhaupt Bier unter Berge? Ich denke nicht, dass ihr Getreide anpflanzen könnt, oder? Oh, wir haben wunderbares Pilzbier. Wir haben auch einen Pilzschnaps, der nennt sich Stollengrollen. Aber hat man dich nicht auf das Pilz Gülde geworfen? Egal. Warum? Was wolltet ihr fragen? Stollengrollen, also, naja, ich dachte jetzt an, es gehört sich natürlich nicht, aber Flatulenzen? Darun. Also auch. Was denn? Aber weniger bei uns, sondern vielmehr bei jedem anderen, der den Schnaps trinkt. Wir Zwerge vertragen den recht gut. Ah. Ich vermute, er brennt auch, nicht wahr? Ja, aber mir, ich glaube nicht, dass das etwas für euer feines Nägelchen wäre. Und ich dachte mir, wenn man ihn anzündet. Oh ja, das mit Sicherheit. Er ist so... Ja, ich bin kein Alchemiker oder Braumeister, aber er ist schon mit einigen Umdrehungen gesegnet.
Während ihr dann nach einer geeigneten Stelle sucht, werde ich mich zu Herrn Carino zurückziehen, damit wir die Karte anfertigen können. Herr Carino, würdet ihr mich in den Wagen begleiten? Also ich habe da drüben was gefunden, zwei, drei Räume weiter, da gibt es dann noch einen schmalen Gang, da könnte man den Gang, den Karren sicherlich davor stellen. Ich weiß nicht, wie das mit dem Streitwagen aussieht, aber... Was macht ihr mit den Zwergen auf dem Wagen? Nun, die werden wohl nicht weglaufen. Das ist richtig, wollt ihr die ganze Zeit mitschleppen? Ist ja eine geeignete Beschleppung. Dann können wir sie nicht irgendwo, begraben. Wir suchen doch nach dieser Bestattungskammer, von der ihr gesprochen habt. Vielleicht finden wir eine. Da bin ich relativ optimistisch. Sollte das allerdings nicht eher wirklich sehr, sehr tief in dieser ganzen Binge drin sein? Könnte sehr lange dauern, bis wir die finden. Nun, sollten wir nicht an einer vorbeikommen, werden wir uns einen geeigneten Raum suchen, in dem wir sie bestatten können. Wir werden sie nicht hier einfach in einen Gang werfen und verrotten lassen. Gibt es hier... Ich wollte auch nicht sagen, dass wir sie verrotten lassen, aber Boltax, wie läuft das denn mit Zwergbestattungen im Berg? Nun, also... Wenn man keine Bestattung hat. Die Bestattungskammer präferieren, die ist meistens in der Nähe des Angorsch-Heiligtums oder des Angorsch-Tempels, denn... In der Regel finden die... darüber sollte ich vielleicht lieber nicht reden. Aber auf der anderen Seite sollte es einmal nicht möglich sein, das Ganze in der richtigen Art und Weise umzusetzen. Nun, dann sollte man am besten wohl die Zwerge heiligen Feuer übergeben. Dass Angorsch sie sich zu... und ihre Seelen... Und wenn man kein Feuer hat und höchstwahrscheinlich auch keinen Angorsch-Tempel? Dann macht man Feuer. Wir sind in einem Stollen ohne Holz. Ah, das ist nicht das Problem. Gibt es ja und mit wenig Luft wahrscheinlich. Lasst uns doch erst einmal schauen, ob wir nicht vielleicht auf unserem Weg so eine Kammer finden, bevor wir uns um so etwas Sorgen machen. Eine gute Idee. Und ich habe nur gewisse Abwehrungen gegen vielleicht tagelang mit einigen Toten durch die Gegend zu fahren, die jederzeit aufstehen können. Ah, sie können nicht jederzeit aufstehen. Wir sind hier unter der Erde. Da reicht die Macht von Borons wie der Sahari nicht hin. Ihr müsst keine Sorgen haben. Ich habe bereits so viele Untote gesehen. Glaubt mir, ich erwarte alles. Habt ihr schon jemals eine Untoten in einer Zwergenbinge gesehen? Ich habe noch nie eine Zwergenbinge gesehen. Seht ihr also nein? Jetzt aber ich habe überall anders Untote gesehen. Aber nicht in ich habe auch keinen einzigen untoten Zwerg gesehen bis jetzt. Naja. Aber ich würde trotz der Tatsache noch einmal empfehlen, dass wir nicht in diesen Gang gehen sollten, um dort zu schlafen. Sachen gehen nicht rein, sie könnten uns dort in die Flanken fallen. Welche Drachen? Voltax, die Drachen. Such doch einfach einen Schlafplatz für uns aus und dann werden wir uns dort niederlegen. Moment, welche Drachen? Ja, die Drachen eben. Welche? Drachen. Wo? Ja, überall. In Zwergenstollen sind Drachen? Nein, aber sie greifen Zwergenstollen an, ist euch das nicht... Wann ist aber das ich dachte, dafür passiert? Habt ihr die Fallen. Ja. Genau. Das riesige Tor und... Hier gibt es keine Drachen. Hoffentlich nicht. Das wäre ja furchtbar. Das wäre ja beschämend für uns Zwerge, wenn es hier Drachen gäbe. Könnt ihr einfach eine Schlafstelle finden? Ja, das kann ich machen. Ich würde sagen, etwa 10 Stunden Wegmarsch in diese Richtung und in die Kammer. Da ist es sehr bequem. 10 Stunden? Ja. Gibt es etwas Näheres? War hier, wo wir uns befinden. Lass uns doch einfach hier bleiben, den Wagen vor einen der Eingänge stellen. Am besten vielleicht sogar die 5 Leichname, die wir haben, irgendwie im Stein beerdigen. Boltax, du kannst doch sicherlich ein Grab für sie ausheben mit deiner Magie, oder? Ich könnte. Dann bitte mach es auch. Dann können wir sie beerdigen, wir können schlafen gehen und sobald wir wieder wach werden, losziehen. Aber ich kann sie auch einfach anzünden. Das wäre effizienter. Und wir haben nichts, wo dieser Rauch hinziehen könnte. Natürlich. Was denkt ihr denn? Denkt ihr, wir sind
Anfänger? Denkt ihr denn, wir sind profane Bergleute? Wir sind irgendwer? Ja, jetzt verstehe ich diese Runen auch. Boltax meint, dass das, diesen Stollen, den ich eben vorschlug, das ist etwas, wo man Drachen in die Flanke fallen kann, wenn sie dann durch das Drachentor gebrochen sind. Also es ist wirklich nur ein Flur, wenn ich das hier richtig sehen kann. Ich weiß nicht, ob die Übersetzung so stimmt. Genau das habe ich gesagt, ja. Also schlafen wir jetzt bei der Felsenmilch, oder wie? Ich würde das vorschlagen. Felsenmilch ist immer eine gute Option. Von mir aus, aber jetzt bestattet irgendwo diese Leichname. Das werde ich machen. Keine 10 Stunden Wegmarsch von hier entfernt. Nein, ich werde mich ihrer jetzt gleich annehmen und alle priesterlichen Pflichten nachkommen. Gut, sagt Bescheid, wenn ihr von jemandem Hilfe braucht. Ach ja, wenn ihr Feuer entzünden könnt, wäre das natürlich praktisch. Dann muss ich es nicht machen. Ja, selbstverständlich. Ja, dann würde ich Stärkeren von uns bitten, die Leichname adäquat aufzuschichten in der entsprechenden Formation. Dann dahin stellen. Alle Brüder und Schwestern, heute euch, um euch hier weitere Brüder anzuvertrauen. Nehmt sie am Groschs Rhein ewigen Zwergenschaft auf. Teilt mit ihnen Freud, teilt mit ihnen Leid, jetzt wo sie nicht mehr unter uns sind. Darum das Feuer. Ja. Ich entzünde das Feuer mit meinem Magierstab. Hab dabei Erinnerungen an Torgosch. Dieses Feuer soll euch im Namen von Angosch von dieser Welt reinigen und euch zu ihm tragen. Wir werden euch gedenken und euch in Liedern festhalten. Auf ewig. Dann spreche ich noch ein paar Worte in Rogolan, die anderen nicht verstehen, die das Ganze nochmal auf eine andere Art und Weise beschreiben. Spricht jemand von euch Rogolan? Natürlich. Ja, ich ein paar Worte. Eltern, wie hoch? 8, glaube ich. Lass mich gucken. 8. Ich bringe nur 3 auf die Waage. Sprich fließend Rogolan. Also, Jarlan versteht, dass es Rogolan ist, aber nicht was, und Eldan kann den Geschichten von Boltax lauschen. Ein Angrosch, ewige Gemeinschaft. Mögen ihr und mögen Pilze und mögen euch all das erwarten, was ihr im Leben geliebt, was ihr im Leben gelebt habt. Mögen euch eure Väter und Väter der Väter und Väter der Väter einmal und für immer dort willkommen heißen. Denn euer ist, was jedem Zwerg ist. Angroschs Liebe, Muß Gnade. Gut, so könnt ihr euch diesen Gaststollen so herrichten, dass ihr ja, bequem schlafen könnt auf den steinernen Betten, den steinernen Tischen, den steinernen Stühlen. Alles sehr kunstfertig gearbeitet, aber sicherlich sehr hart. Und wenn ihr dann auf der einen Seite den Wagen von Abelmir und auf der anderen Seite den Streitwagen herangeholt habt, könnt ihr euch hinlegen. Möchtet ihr sowas wie eine Wache halten? Oder braucht ihr so etwas nicht? Ja, selbstverständlich brauchen wir das. Gut, dann könnt ihr die Wachen einrichten und euch nach und nach zum Schlafen legen. Eure Kleidung ist immer noch nass. Durchgeregnet. Kann man die Ruhe aufhängen? Auswirtschaftsprobe. Gerne. Es gibt wohl auch sowas wie einen Kamin, einen ziemlich großen Kamin für Trolle. Der ist, also Holz wirst du nicht finden, aber schwarzes Pulver, was dich an Kohle erinnert. Definitiv hoch genug, damit man da nicht nur einen dürftigen Braten herrichten kann oder irgendwie eine Pilzpfanne oder irgendwelche anderen Pflanzen, die man da kochen könnte, sondern da kann man dann auch seine Kleidung zum Trocknen aufhängen.
Ja, Iserun versucht dann ihren... Was ist das? Magierrobe? Reiserobe? Keine Ahnung. Irgendwas. Alles mal, was ich dabei habe. Aber ich glaube, alles? In dem Fall würde ich trotzdem gern mein Chippy einsetzen. Ach Mensch, ja, schade. Sonst hätte ich dir tatsächlich die ganze Kleidung weggenommen. Nur normal gelungen. Ja, Moment, ich guck gerade mal. Eldan hat's geschafft. Abelmir hat's geschafft. Jalan ist mittlerweile auch ein bisschen besser. Zwei Proben fehlen noch. Ja, ich mache keine Hauswirtschaftsprobe. Ich gebe meine Sachen einfach an jemanden, der kompetent aussieht. Ja. An Abelmir. Oh, Abelmir, ihr kennt euch mit Kleidung aus. Hier, kümmert euch drum. Ich fühle mich gekränkt. Ja, ich würde die einfach daneben hängen. So, irgendwelche Nachteile habe mir? Nein. Arroganz? Arroganz auf jeden Fall. Ja, würfel mal eine Hauswirtschaftsprobe, schreib doch mal Arroganz. Oh ja. Okay. Ja, du, das passiert, wenn man die Proben an andere outsourced. Ja, das ist vollkommen okay. Nichtsdestotrotz ist gelungen. Ja. Lucky. Gut, was ist mit den anderen? Eine Probe kriege ich noch. Wer fehlt denn? Kiaras fehlt noch. Hat da jemand Hauswirtschaft nicht gesteigert? Guck mal, ich hab. Fingerfertigkeit plus 7, wenn du es nicht hast. Beinahe. Ja. Könnt ihr euch was aussuchen? Hose, Obergewand. Was soll's werden? Unterwäsche, ganz klar. Kiaras? Obergewand. Ich denke nicht, die wir in der Unterwäsche aufhängen, oder? Es ist alles komplett voll geregnet. Okay. Ansonsten fängt das an zu schimmeln, das ist genauso nicht schön. Laufen wir jetzt also nackig rum, oder was? Ja, das könnt ihr euch jetzt aussuchen. Es ist nicht das erste Mal. Also ich glaube, also zumindest bei mir ist es dann wahrscheinlich der Reiseumhang, der komplett durchweicht ist. Ich glaube, in Eitelkeit würde es sich zulassen, vermutlich. Gut, dann verbrennt die Reiserobe von Iserun, beziehungsweise verkohlt so ein bisschen, fängt Feuer, kannst du dann wieder runterhängen und austreten, aber da ist definitiv mehrere große Löcher drin und das ist ein sehr auffälliges Kleidungsstück. Kiaras dann ebenso. Okay, meine Rüstung, das einzige so ziemlich, was ich an habe, ist feuerfest. Was hast du für eine Rüstung? Irian? Irian-Leder-Rüstung. Was hast du für Hosen? Auch Irian-Leder. Irian-Leder? Hm, okay. Ich trage nur Leder und Stahl. Und Unterwäsche? Als ob Kiaras Unterwäsche. Als ob Kiaras Unterwäsche, warum frage ich überhaupt, ja. Gut, ich überlege mir was. Was mit Asabo? Zumindest ist es definitiv ziemlich geschwärzt. Ja, Asabo würfelt auch gerade mal eine Hauswirtschaftsprobe. Oh, das sieht gelungen aus. Naja, gut. Also, da kann man sich doch nur wirklich nicht beschweren. Gut, dann könnt ihr die Wachen einteilen. Ihr habt tatsächlich die schwarzen Überreste kann Boltax identifizieren als Zwergenkohle, die sehr heiß und unabhängig von Feuchtigkeit überall brennt. Ist auch ein besonderes Berufsgeheimnis der Zwerge, was definitiv auch dafür schließt, dass es hier nicht nur Silber gibt, sondern unter anderem wurde hier auch Kohle gefördert. Aber hier wird sicherlich noch andere Geheimnisse geben und das ist sicherlich nicht nur eine Silbermine. Und Boltax weiß aber auch, warum das nicht nur eine Silbermine ist. Mhm. Boltax, die Kohle sollten wir mitnehmen, oder? Auf jeden Fall. Das ist sehr gute Kohle. Ich schaue mal, ob ich einen Sack oder so etwas finde hier. Mhm. Ich würde mal umschauen nach einem Sack oder sowas. Oder ein Beutel oder. Es gibt einen großen Kupferkessel, toll groß. Da kann man sicherlich was reintun. Der ist wahrscheinlich extrem schwer, vermute ich mal. Bestimmt. Dann suche ich etwas Kleineres vielleicht. Hast du selber noch irgendwas dabei? Ein Sack bestimmt nicht, kann ich mir vorstellen. Ich wollte mir meinen Rucksack nicht beschmutzen damit. Ja. Nö, also wenn du deinen Rucksack jetzt ausleeren würdest auf den Wagen, dann könnte man da sicherlich auch die Kohle in den Rucksack tun, das geht. Sonst musst du darauf vertrauen, dass du im Inneren noch was findest. Eine Decke immer stückweise, also immer, weiß nicht, so zwei, drei Stein, Holzkohle, Kohle in die Decke einwickeln und dann zum Wagen tragen und ausleeren dort. Ja. Okay, dann also einfach nur auf den Wagen. Ja, gut.
So könnt ihr die Wachen antreten und dann in Schlafzyklen über die anderen Wachen. Asavo würde gerne mit Isarun die Wache antreten und sie dann, während die anderen schlafen, einmal beiseite nehmen. Okay. Hört Isarun, ich habe noch einige andere Beobachtungen gemacht, die ich gerne noch einmal... Ich bin mir nicht ganz sicher, was Beutax angeht, aber er hält etwas zurück. Hält etwas zurück? In welcher Hinsicht? Ja, dass er die Roden gesehen hat, interpretiert hat, und das konnte man natürlich auch schon sehen, als er von der Mine sprach oder der Warnung mit dem Dorakash, dem Feind und dem Rados Brosch. Das ist die Vokabel, die ich auch vorhin schon ansprach. Die mit dem Verräter? Ja, genau. Beziehungsweise dem kalten Fels unter dem Verräter im Stein. Ich fand allerdings noch eine weitere Rune und die beunruhigt mich ebenso. Und das ist diese hier. Scheint da wohl auch nicht original zu diesem Fels zu gehören, sondern sieht so aus, als ob sie frisch eingemeißelt worden ist. Was auch immer dann bei Zwergen frisch aussieht. Aber kannst du dann erkennen, direkt dann an der Portalseite, wo dann auch die große Kette durchschlagen worden ist. Also wenn du dann dich in diesem großen, in dieser großen Halle umsiehst oder diesem Flur, unglaublich groß, unglaublich hoch gebaut. Also hier könnten sicherlich dann auch Drachen durchwandeln. Aber die Rune sieht fremd aus. Dort steht Xadurolokash. Die Interpretation ist auch hier wieder etwas schwierig, aber allein das Angramm, was Boltax nannte, ganz so heilig, wie er sagte, ist es tatsächlich nicht. Allerdings glaube ich nicht, dass er es gut finden würde, wenn ich jetzt seine heilige Sprache oder nicht heilige Sprache dann... Er tippt einmal gegen die Runen gegen, das bedeutet Lebensstehler. Lebensstehler. Lebensstehler, genau.